Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Jikis of Time Banjo-Kazooie Hack. Es geht wieder weiter. Hier in Sora's Domain im letzten Part haben wir ordentlich Eis geschlittert und sind sehr oft runtergefallen und gestorben. Heute läuft es hoffentlich ein bisschen besser mit den Fröschen hier. So, das war schon mal sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall wieder ein bisschen Leben bekommen. Wir haben gestern ein bisschen auf den Sack bekommen. So, ich würde sagen, wir machen hier erstmal uns einen Weg frei. So, ja genau. So, da haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genug Leben. Achso, das nehme ich auch noch mit. Und dann hier noch ein paar Eier. Was haben wir hier? Ein Fake-Puzzleteil. Das sieht man doch schon. Was soll denn das? Ach Mann. Komm. So, jetzt die große Frage. Was muss ich machen? Gibt's hier irgendwas? Muss ich irgendwo hinflattern? Oder ist es einfach nur so ein Ausguck? Ja, normalerweise, ne, divest du ja hier runter und sammelst Rubine, aber ich bin irgendwie der Meinung, das sollen wir jetzt hier nicht machen. Ich lasse es mir erstmal offen. Und wir gehen erstmal weiter, ne? Wir haben auf jeden Fall noch Lord Yabu Yabu vor uns, vielleicht. Keine Ahnung. Eine Höhle, wo eine Fee drin ist. Ein paar versteckte Geheimnisse. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal... verdammt. Auch nochmal so ein Loch. Wir müssen uns hier auf jeden Fall irgendwo in dem Level wieder klein machen. So viel steht schon mal fest. Ich habe jetzt einmal schon im Unterwasser dieses Loch gesehen. Dann hier einmal... Ja, einmal hier halt, ne? Und dann... Werden wir bestimmt noch ein paar... Ein paar andere von diesen Öffnungen finden. So. Da. Dann gucken wir mal, wo es jetzt hier hingeht. Ich denke, den Rest haben wir jetzt erstmal erforscht soweit. Ich hoffe es zumindest. Gut. Ah, schön. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt hier Orni-Musik haben, obwohl könnte darauf anspielen, dass die Ornis früher, dass die Soras früher Ornis waren. Ne, warte mal. Andersrum. Die Ornis haben sich aus den Soras entwickelt. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Lord Yabu Yabu ist auf jeden Fall auch am Start. Cool. Boah, aber hier ist auch so viel unter Wasser. Aber das ist keine Eishöhle, oder? Es wäre ja toll, wenn das keine Eishöhle wäre. Hallo, mein Freund. So. Okay, ich glaube, es könnte sein, dass wir hier vielleicht auch irgendwo fliegen müssen. So. Schöne Musik auf jeden Fall. Da spielt man gerne mit. So. Du. Hallo. Oh shit. Lacht der mich auch noch aus. So. Neuen Weg geebnet. Dann holen wir uns hier erstmal ein paar Noten. Da haben wir einen TNT-Block. Was zur Hölle? Kann ich ihn abschießen? Kann ich? Bringt nur nichts. Ah, ist das cool. Geil. Okay, auf Lord Yabu Yabu obendrauf haben wir auf jeden Fall auch Noten. Frage ist, wie komme ich da hin? Ich würde das mal kurz hier rüber jumpen. Das war wieder super hier. Ach komm schon, eben hat's geklappt. Oh Mann. Wollte jetzt da oben drauf auf jeden Fall und dann von da drüben auf die andere TNT-Box rüberschießen. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas passiert. Das war besser. So. Einmal zielen bitte. Und dann feuerfrei. Okay, da sind Schädel drinne. Aber an den komme ich ja jetzt nicht ran, oder?
Gut, schwer. Weiß nicht, ob ich von Lord Yabu Yabu, ob ich da irgendwie hochkomme auf den. Ich kann bestimmt auch reingehen. Aber oben drauf komme ich auf jeden Fall erstmal nicht. So, ich gehe mal kurz rein. Ich gucke mir das mal an. Was passiert denn hier? Okay. Wer bist du denn? Wah! Sniffle! Oh. Junge. Was ist Frogen? Ist das ein Schneeball? My dad Boogie left a while ago and he still isn't back. Okay, er ist weggegangen und ist noch nicht zurück. Ich bin hier schon ganz lange allein. Weißt du, wo er hingegangen ist? Nein, er sagte irgendwas wegen Woods, that were lost. Okay. Wir werden ihn nach ihm suchen. Ja, keine Sorge, wir werden ihn finden. Lebend oder auf andere Weise. Also er ist irgendwie... dieser Yoshi-Token, der ist auch geil, oder? Dann hier eine rote Münze, so eine Feder von Mario, den Stern. Banane. Was haben wir noch? Oh, Super Banjo-Card. Interessant. Ist das cool. Ja, die haben irgendwas gesagt von verlorenen Wäldern und in einem Tempel? In einem Waldtempel vielleicht? Aber ich dachte eigentlich, in den verlorenen Wäldern sind wir fertig. Haben wir da noch irgendein Geheimnis übersehen? In den verlorenen Wäldern. Müssen wir nochmal reingucken auf jeden Fall. Ja, stimmt, kann schon sein, ne? Ich glaube, wir sind ja nicht wirklich weitergegangen dann in den verlorenen Wäldern. Ist schon möglich, dass da vielleicht noch irgendwas ist. So. Ich höre hier auf jeden Fall einen Jinjo. Irgendwo. Da haben wir noch ein Nintendo-Zeichen. So. Lost Woods. Aber ich gehe doch jetzt nicht hier raus und gehe in die Lost Woods. Hä? Also ja. Ich mache mir mal ein Foto davon. Aber ich gehe jetzt bestimmt nicht aus dem Level raus und mach das, oder? Das wäre ja sinnlos. Später halt. So, okay, wir holen uns hier noch eine Feder und dann sind wir ja erstmal... Wo ist denn der Jinjo? Da irgendwo. Help! Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich dir helfe. Ja, wie komme ich denn zu dir? Muss ich da zufällig klein sein? Ach so, ist das eine Anspielung auf Pinocchio irgendwie? Nee, na, eigentlich nicht. Okay, meine Vermutung wäre, dass ich mich irgendwie klein machen muss mit der Verwandlung. Und dass ich dann da irgendwie zu dem runterkomme. Das wäre jetzt meine Vermutung. Okay, ist aber jetzt nicht wirklich was Großes da drinnen, ne? Hä? Ist nicht viel los hier in dem Spiel, in dem Level bis jetzt. So, ich bin mal gespannt, wo hier noch 10 Puzzleteile versteckt sein sollen. Also hier komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Okay. Machen wir erstmal weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, ne? Wir haben ja hier drüben, das haben wir schon eingesammelt, ne? Hier haben wir erstmal noch Musiknoten. So, sind wir schon bei 39. Heißt, ich habe auf jeden Fall irgendwo was verpasst, glaube ich wieder. I'm not sure. Ich glaube, wir müssen hier auch echt viel schwimmen noch, ne? Oh, das ist eklig. Komme ich hier mit Kazooie hoch? Nee, auch nicht. Darf hier nochmal eine Runde latschen. Okay, aber die Musik ist halt schon geil, ne? Das macht Spaß mit der Musik. So, ich glaube, hier muss ich auch klein sein. Mann! Viele Sachen bis jetzt, wo man klein sein muss. Ist ja schon ein bisschen ärgerlich, tatsächlich. Okay. Hier muss ich bestimmt wieder stampfen.
Ja. Das ist 100 Pro wahrscheinlich auch wieder irgendeine Mission, dass ich die alle wegstampfen muss hier. Ba, 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 ba. Hier sind viele Noten. Nicht runterfallen, bitte. Okay, dann gehe ich mal drüber. Das war nicht so gut. Hä? Oder auf die andere Seite. So, zack. Dann wieder Sprungplatte. Dann einmal in die Höhe, bitte. Und nächster, wieder 5 Noten. Ey, ja, das geht voran. Ich meine, wenn man sowas abschließen kann, dass man erstmal die 5 Noten hat, die 100 Noten hat, dann hat man schon mal einen großen Erfolg, denke ich. Ne, das ist doch schon mal viel wert dann. Muss man halt nur hinbekommen irgendwie. So. Ja, keine Ahnung. Mhm. Das war dumm. Okay, ja, da, ich glaube, da spielt sich auch noch ein bisschen was unter Wasser ab. Guck mal, das sind auch Noten. Ah, oh, das ist ein Jinjo. So, ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wir müssen jetzt irgendwie den Baum erklimmen und müssen da die ganzen Dinger einstampfen. Oder ist es klüger, da irgendwie darauf zu warten, dass du... War jetzt auch schon wieder eher ein schlechter Jump. Nee, so kommst du nicht weiter. Wo muss ich denn als nächstes hin? Als nächstes hin. So, theoretisch da irgendwie. Nee, okay, hier gibt's so ordentlich was zu klettern. Schon wieder gar keinen Bock. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie muss es ja weitergehen hier. Muss ich hier vielleicht als er hier? Du Scheiße. Tatsächlich. So, ich glaube, hier kann ich erstmal wieder normal werden. Theoretisch kann ich doch jetzt von hier aus da runter... Mann, diese Kameraansicht schon wieder so eklig. Okay. Da haben wir jetzt auch wieder eine Sprungplatte. Und nu? Da unten sieht es auf jeden Fall aus, als ob da wieder ein Loch ist. Da geht's auch noch rein. Nee, 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 nee. Okay, wo können wir denn hier mit hinjumpen? Hä, eigentlich nirgendwo hin. Was bringt mir denn die Sprungplatte bitte? Da habe ich jetzt den Sinn irgendwie noch nicht verstanden. Hä, die bringt doch gar nichts. Hä? Wo soll ich denn damit hin, bitte? Nee, 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 nee. Okay, wir gehen nochmal dahin, wo wir eben waren. Und gehen auf Kazooie drauf. Das hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Ja, erstmal pupsen. So. Das musste sein. So, da haben wir auch noch einen. Da gehe ich erstmal dahin. So, zack. Haben wir wieder 5 Noten. Ich hoffe, das ist halt so gemacht, dass die nicht runterfallen können, aber es scheint so gemacht zu sein. Weil das wäre schon eklig, ne? Wenn die runterfallen würden. Nee. Nicht gut. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Schon wieder ein Stress heute hier. So, am frühesten Morgen. Boah, das war auch knapp. So, dann zielen wir mal auf den da. Okay, was machen wir jetzt hier? Wir müssen irgendwie da hoch noch.
Und dahin. Also wir haben jetzt noch zwei von den Dingern. Komm ich da? Da komme ich doch auch nicht hoch. Mensch. Wie denken die sich das? Okay, da. Ich sehe es. So. Okay, Sprungplatte. Sehr schön. Hui. So. Ich gehe mal pokern. Ich kann pokern. Ich höre es jetzt auch nur noch. Ich kann auch nur noch hören. Ich kann pokern. Shit, das ist der... Ne, da sind zwei Stück noch. Okay, da muss ich hochklettern. Mann, ey. Sehr schön. Wow. Was ein meisterhafter Sprung. So, zack, zack, zack. Den hau ich mal kurz weg. Und dann schleiche ich mal ganz vorsichtig hier lang. So. Und da war ein Jinjo drin. Okay, dann wissen wir jetzt, wo drei Stück sind, weil einer ist unter Wasser, einer ist in Lord Yabu Yabu drin. So, wie viel bringt mir das jetzt, hier hoch zu jumpen? So, und jetzt müssen wir einmal noch hier lang, so komisch. Das ist auch schon wieder ganz eklig, ey. Ich glaube fast, hier muss ich auch mit... Oh Gott. Oh, bitte lass da ein Puzzleteil drin sein. Dankeschön. Oh Gott, okay, der Abschnitt ist abgeschlossen. Wir müssen das nicht nochmal machen. Das ist doch schön, oder? Also sofern wir nicht irgendwie sterben und nochmal Noten sammeln müssen, müssen wir das nicht nochmal machen. Okay, wir haben jetzt hier eine Höhle. Von da aus komme ich aber nicht hin. Also ich müsste jetzt erstmal irgendwie die Möglichkeit finden, mich klein zu machen. Oder dahin zu gehen. Okay, ich jump jetzt erstmal ins Wasser, würde ich sagen. Das war jetzt nicht wirklich das Wasser. Ich dachte nicht, dass das so flach ist hier. Du. Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch eine Spalte. Da ist auch noch ein Jinjo drin, oder? Ja. Dann haben wir vier Jinjos. Theoretisch. Hallo. So, zack. Lohnt es sich denn hier runter zu tauchen? Da ist auf jeden Fall ein Spiel versteckt. Kann ich von hier aber nicht erkennen. Was haben wir da? Sieht mir aus wie irgendein Motorradspiel. Geh weg. Einfach so eine tickende Zeitbombe. Kann ich die abschießen? Jo, das geht. Alles klar. Okay, ich gehe mal ganz kurz. Ah, ich sehe gerade schon. Kann man auf jeden Fall auch durch. Die Frage ist, das muss man bestimmt auch wieder... Da komme ich bestimmt nicht so durch, oder? Ne, muss ich auch klein sein. Da könnte auch noch was Potenzielles drin sein. Okay. Und hier muss ich auf jeden Fall auch nochmal runtertauchen, weil da waren auch irgendwo Noten. Ah, hier sind auch überall diese Verstecke, wo du dich irgendwie klein machen musst. Also überall sind so Sachen. So ganz eklig. Unter Wasser kann ich ja nicht schießen, ne? Nee, nicht wirklich. Boah, unter Wasser ist die Musik aber auch echt schön. So. Auch wieder echt eklig, hier unter Wasser Noten sammeln. Zack. Dann gehe ich mal kurz auftauchen.
Und dann kommen die nächsten Noten. Nu, 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 nu. Oh Mann, nu. Komm schon. Ja, ihr habt es auch in die Kommentare geschrieben, mit A kann man langsamer schwimmen. Danke auf jeden Fall für den Tipp, da kann ich auf jeden Fall ein bisschen besser lenken in solchen Situationen. Da ist ein großer Fisch. So. Hier waren doch noch mehr Noten, oder? Ja. Da ist auch noch eine. Ich weiß halt nicht, vielleicht verwandle ich mich auch in einen Fisch? Nee, ergibt, glaube ich, keinen Sinn. Das ergibt, glaube ich, keinen Sinn. Okay. Ich glaube, es ist auch nur noch die eine Note. Und dann ist der Part aber auch langsam wieder vorbei, liebe Leute. Da. Okay, zwei Noten. Sehe ich noch. Ist halt doof irgendwie, ne? Dass das erst so spät aufploppt. Wäre irgendwie schöner, wenn man da ein bisschen mehr Weitsicht hätte. Und ein bisschen mehr planen könnte. Aber gut, so ist es halt. So, habe ich alles? Zumindest an Noten erstmal. Ja, ich denke mal, wir werden ja eher als kleiner Kerl dann hier irgendwie nochmal rumhüpfen. Weiß jetzt halt noch nicht genau, wie das dann ausschaut. In was wir uns verwandeln. Okay, da ist noch eine Note. Alles klar, 64. Uns fehlen nur noch 36 Noten, Leute. Dann haben wir auch diesen Abschnitt hier zumindest mit den Noten erfolgreich beendet. Das wäre schon mal ein großer Erfolg für mich. Weil da müssen wir vieles nicht mehr machen. Okay. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Banjo-Kazooie, The Jiggies of Time. Wir haben ganz gut was geschafft. Hier in der Mitte könnte auch noch was drin sein, potenziell. Aber weißt du was? Hier, komm. Hallo. Sprengbarer Untersatz. Guck mal. Hallo? Komm mal kurz mit. Den spreng ich noch weg. Leute. Den spreng ich noch weg hier. 1, 2, 3. So, da haben wir nämlich eine Sorge weniger für die nächste Folge. Gut, das war's. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal wieder einschalten zu Jiggies of Time. Dann gucken wir mal in die Höhle hier rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.